Für die bedürftigen Kinder? Nein, danke. Ich gebe nichts, auch weil in den meisten Fällen davon auszugehen ist, dass mafiöse Strukturen dahinter stehen. Da ist es schwer, eine Haltung zu entwickeln. Die Haltung ist eigentlich, die kommt auch vor im Film, nichts geben, damit sich das nicht fortsetzt. Weil davon profitieren nicht die, die da betteln, die werden ja benutzt und ausgenutzt, sondern eine gewisse kriminelle Mafia, die dahinter steht. Ich weiß, was die Bettelmafia ist. Wenn die mitbekommen, dass die beiden Frauen die Polizei aufgescheucht haben. Das haben die längst mitbekommen. Mir geht's wie vielen Menschen, dass man sich dann kundig macht, gerade in der Vorweihnachtszeit, wo man sagt, mir geht's gut, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich möchte jetzt auch was zurückgeben der Gesellschaft, dass man sich einen Punkt sucht, eine Organisation sucht oder einen speziellen Menschen sucht, wo man dann was geben kann und Gutes tun kann. Wenn da jemand richtig super eine Geige oder ein Musikinstrument spielt, dann finde ich das so cool, dann denke ich mir, da gebe ich gerne einfach was her. Dann ist mir das egal, ob da irgendwie jemand dann dahinter steht, was ich meistens nicht glaube. Ich denke mir manchmal, so viele Leute können das von der Persönlichkeit her gar nicht, dass sie, oder wollen das nicht oder schämen sich. Und die gehen dann leer aus bei dem ganzen Spiel. Das ist ein Argument, das man da anführen kann. Es gibt noch 100 andere.